Zeit für Sprechplanet. Mit Julian Schlichting. Einer der die Sachen, die mich glücklich gemacht haben, teilweise war, dass ich nach dem Dschungelcamp in der U-Bahn zum Beispiel ganze Klassen von jungen Leuten hatten, Mädchen, die dann geschrien haben, sagt, das ist er! Das war super. Ich habe also durch Anna und die Liebe und auch durch den Dschungel ein ganz neues Publikum bekommen. Ja, ja. Gut, dass du den Dschungel selber ansprichst, er läuft ja gerade wieder. Guckst du das noch? Verfolgst du das? Nein. Oder war das wirklich für dich dein Ding damals? Und unsere Folge war sowieso der Höhepunkt. Stimmt. Und da gesagt, hatte ich das Glück, dabei zu sein. Die beste Staffel aber gewesen genau, ist. Aber das, nein. Das hast du denn damals lange überlegt, sowas überhaupt zu machen? Weil du warst ja mehreren. Mir war es schon mehrfach angeboten worden. Ja, aber. Immer mit einem besseren Angebot. Was? Immer mit einem besseren Angebot von Jahr zu Jahr. Nö, darum ging es mir nicht. Ich hatte immer Nein gesagt, weil ich nicht da war. Und in diesem Falle hatte ich nun gerade ein politisches Anliegen. Ja, mhm. Das war während meines Kampfes für eine Reform des Kindschaftsrechts. Ja. Und ja, außerdem gab es sehr viel Geld. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, auch neues Medium. Ich hatte damals eine Website eingerichtet für den Dschungel. Mhm. Und wir hatten, teilweise ist 1&1 zusammengebrochen, weil sie in ganz Europa keine private Website hatten, die so viele Klicks bekam. Wir hatten bis zu 10 Millionen Klicks pro Tag. Wahnsinn. Ja. Ich hatte meinen Redakteur in Hamburg. Also es war auch ein Experiment, mit den neuen Medien umzugehen. Und das war natürlich, wenn, dann in der erfolgreichsten Reality-Show, hast du wahrscheinlich gedacht, wenn dann... Ja, natürlich. Doch, ich hatte auch meinen Freund vor Ort, der jeweils berichten durfte. Ja. Die haben dann gekabelt den ganzen Tag auf Skype gesessen und so hatten wir die Informationen immer vor den Printmedien online. So. Ah ja, okay. Und dadurch, das heißt, die holten sich ihre Informationen. Deine Seite war für alle Journalisten auch Informationsquelle noch natürlich. Vor RTL womöglich. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und ja, das war ja nicht RTL sozusagen kontrolliert. Ja. Und gut, in gewissem Sinne schon. Aber sie kriegten ja aus dem Camp selbst keine Nachrichten. Aber mein Freund war vor Ort und hat die Leute immer hinter den Kulissen interviewt. Und das war, es hat mir geholfen, ins neue Jahrtausend reinzukommen. Hast du da denn lange überlegt, das zu machen? Oder du hast gesagt, du wurdest öfters gefragt. Als ich mich entschlossen habe, es zu machen, haben wir dann verhandelt und dann bin ich hingefahren. Dann war es okay. Ja, klar. Ja. Ja, ja. Und außerdem war ich neugierig, ich wollte nach Australien. Bist du mit dem Resultat zufrieden? Mit dem Resultat? Mhm. Also mit den Sendungen? Mit es den war Sendungen, eine tolle Erfahrung. Okay. Ich hab auch, das war so, als ob du ja, eine neue Welt kennenlernst. Mhm. Auch jetzt eine neue Entertainment-Welt kennenlernst. Ich hatte ja sowas noch nicht gemacht. Mhm. Gut, ich hatte... Anna und die Liebe war eine Art von Vorbereitung darauf. Aber da ist alles geskriptet. Genau. Aber im Dschungel ist auch viel geskriptet. Und wir waren deswegen so gut, weil wir teilweise am Skript mitgearbeitet haben. Ihr habt die Geschichte vorangetrieben. Nein, wir haben die Geschichte erfunden auch. Mhm. Also ich meine, sie mussten ja senden, was wir gemacht haben. Ja? Und niemand hatte damit gerechnet. Also wir haben als Team ein bisschen die Führung übernommen. Und das ist das erste Mal, dass das passiert ist, bis heute. Ja? Mhm. Der ganze Prozess, der stattfand, dann die Aufteilung in die beiden Lager, dann die Liebesgeschichte da drin. Ja, die Geschichte mit Sarah. Irgendwann hast du auch da flehend gesessen, verlasse das Camp. Ja, da wussten wir noch nicht. Das war alles noch spontan. Ja. Aber dann, sie mussten es senden, weil es eben auch toll war. Ja? Und sie haben schon versucht einzugreifen. Wir durften zum Beispiel nie über das sprechen, was gerade passiert, also technisch. Mhm. Bitte nicht über die Sendung reden. Ach so. Ja? Ja. Kam dann über Lautsprecher. Wir haben uns an viele Regeln nicht gehalten. Davor würden dann auch einige abgestraft. Mhm.
Und aber ansonsten, es war ein tolles Abenteuer. Kriegt man auch in dem Sprechraum, wo man so ein bisschen interviewt wird, anhand der Fragestellung schon mit, in welche Richtung die Sendung gerade geht? Nein, du wirst ja dreimal am Tag, wird jeder von uns interviewt, mhm, und es laufen 24 Stunden am Tag 40 Kameras mit. Mhm. Es werden also pro Tag 1000 Stunden produziert. Einzelinterviews, Totalen, Großaufnahmen. Und aus diesen 1000 Stunden pro Tag, mhm, werden 30 Minuten für die Sendung rausgesucht. Ja. Das sind 3%. Natürlich wird die Sendung manipuliert, mhm, durch den Schnitt und, ja, durch die Auswahl des Materials. Wenn du nach rechts schaust, und wir sehen ja nichts. Wir sehen ja drin nichts. Wir wissen nicht, was da passiert. Das hat uns auch der Psychologe gesagt vorher, mit dem wir alle gesprochen haben. Mhm. Das Schlimmste ist nicht der Dschungel. Das Schlimmste ist nicht das Camp. Ja. Das Schlimmste ist, wenn man nachher rauskommt und die Sendung sieht. Weil das nichts mit dem zu tun hat, was man selbst erlebt hat. Das war für verschiedene Leute sehr, sehr schwierig. Mhm. Und das war ein Abenteuer, was ich nicht bereue. Daumen? Genau. Perfekt. Ein gestandener Mann wie Mathieu kann halt nicht auf jeden Wunsch der Damenwelt eingehen. Übrigens auch in Sachen Körperpflege. Also ein bisschen stinken tust du schon? Alles Eigengeruch. Du, also aber nicht böse gemeint. Du riechst dich ja auch nicht. Nein, es ist nicht böse gemeint, aber du riechst echt ein bisschen streng. Mathieu! Ja. Du bist es nicht. Bin ich nicht? Nein. Ich kann hier bleiben. Ja. Okay. Dann kann nicht schaden. Ja, also dir hat es ja auf jeden Fall nicht geschadet, kann man sagen. Ne? Doch, es hat mir geschadet. Echt? Aber das war ja auch, Risiko. Wann hat es dir geschadet? Außer, dass Leute natürlich gesagt haben, musste er das machen, musste er sich das antun. Naja, ich habe danach keine Arbeit mehr gekriegt in Deutschland. Ich war kein Schauspieler mehr, ich war overexposed. Mhm. Jedes Mal, wenn ich da eine kleine Rolle gespielt habe, haben die Leute nicht den Tierarzt gesehen, den ich gespielt habe, sondern Mathieu Caillère, der aus dem Dschungel, der einen Tierarzt spielt. Ja. Also ich müsste eigentlich eine Gesichtsoperation machen, um wieder mehr in Deutschland zu arbeiten. Mhm. Andererseits hat es deiner Popularität natürlich nicht geschadet. Ne? Du konntest vielleicht andere Sachen. Von der Popularität kann man sich nichts kaufen. Okay. Hast du denn diese... Und Popularität geht mir auch wirklich am Arsch vorbei. Ich wollte nie populär sein. Mhm. Denn was populär ist, macht nur selten Sinn. Mhm. Und mir geht es hauptsächlich als Mensch darum, Dinge zu tun, die für mich Sinn machen. Trotzdem warst du bei der Wiedereinzugsshow damals dabei. Wie hat RTL das hingekriegt? Auch das habe ich noch mitgemacht. Habe ich auch noch mitgemacht, weil ich mich auch mit der Sarah wieder vertragen wollte und so. Ja. Aber das ist jetzt wirklich Schnee von gestern. Ja. Das ist 10 Jahre her und ich finde, nach einer Dekade sollte man schlafende Hunde nicht mehr aufwecken. Mhm. Dann legen wir sie jetzt wieder schlafen. Die ganzen Gespräche gehen eigentlich viel, viel länger und nicht nur 15, 20 Minuten. Das weiß man aber nur, wenn man bei www.massengeschmack.tv vorbeiguckt. Da bin ich, da sind meine ganzen Kollegen und dort könnt ihr mal reinklicken. 14 Tage kostenlos testen, das ganze Archiv konsumieren und künftig alle Folgen in ganzer Länge sehen.